Heute habe ich fünf japanische Legenden für euch, in denen es um eine Puppe geht, deren Haare regelmäßig geschnitten werden. Einem Mädchen ohne Unterkörper, um eine Frau mit aufgeschlitztem Mund, ein Internet-Pop-Up, welches Menschen in Suizid treibt, und ein Geist, der junge Damen fragt, welches Toilettenpapier sie gerne hätten, sollte man zu laut sein. Viel Spaß! Nummer 1. Okiko-Puppe. Diese Legende hat etwas Besonderes an sich. Darin heißt es, in den 1920er Jahren soll ein Bruder seiner Schwester eine Puppe geschenkt haben, da die Puppe wie besagtes Mädchen ausgesehen haben soll. Das Mädchen liebte die Puppe über alles und gab ihr wegen dem identen Aussehen den gleichen Namen. Und zwar Okiko. Allerdings hielt die Freude nur kurz, da das Mädchen schwer erkrankte und schließlich verstarb. An Gedenken an ihre Tochter brachten die Eltern die Puppe zu ihrem eigenen Hausaltar. Nach einer kurzen Zeit fiel der Familie auf, dass die Haare der Puppe wie bei einem Menschen immer weiter wuchsen. Die Familie brachte die Figur in einen Tempel, da man davon ausging, dass die Puppe von ihrer ehemaligen Besitzerin besessen war und keine Gefahr von ihr ausgeht. Angeblich kann man sie bis heute noch ansehen. Laut Aussagen der Mönche müssen die Haare der Puppe regelmäßig geschnitten werden. Es ist zwar eher weniger gruselig, sondern eigentlich sehr traurig. Hier seht ihr nun ein Bild der echten Puppe im Tempel. Ob ihr dieser Legende Glauben schenken wollt, liegt an euch. Nummer 2. Teke Teke. Der Teke Teke zählt zu den Rachegeistern, eine Kategorie der Yokai oder auch Dämonen. Angeblich entstand dieses Wesen in etwa so. Eine Schülerin war nachts von der Schule nach Hause unterwegs. Als sie auf einer Bahn wartete, stürzte sie auf die Gleise, wo sie ein paar Sekunden später von ebensolcher halbiert wurde. Jetzt sollte allerdings auch erwähnt werden, in einer Geschichte soll es eine U-Bahn gewesen sein, in einer anderen soll es ein gewöhnlicher Güter- oder Personenzug gewesen sein. Angeblich soll sie eine Säge, Schere oder Sense bei sich haben und ahnungslose Menschen halbieren, die an ihr vorbeikommen, um nicht mehr so allein zu sein. Der Grund für ihren Namen ist das Geräusch, das sie macht, wenn sie sich fortbewegt. Sie soll sich an Händen und Ellenbogen langziehen und so ein Geräusch entstehen lassen. Das bekannte Teke Teke. Wer kennt's nicht? Natürlich gibt es mehrere Arten von Geschichten, aber eine, die ich toll fand, ging in etwa so. Ein Junge ging abends alleine von der Schule nach Hause. Auf seinem Weg kam er an einem Bahnhof vorbei. Und in einem Gebäude sah ein Mädchen am Fenster stehen. Er dachte sich, dass das Mädchen hübsch mit ihren schwarzen Haaren aussah. Er lächelte ihr zu und sie erwiderte das Lächeln. Plötzlich zog sie sich aus dem Fensterbrett hoch, machte einen Satz draus und entblößte ihre fehlenden Unterlippe. Schneller, als es eigentlich möglich sein sollte, rannte sie auf den Jungen mit einer Sense bewaffnet zu und halbierte ihn. So soll zumindest eine der vielen Geschichten über den Teke Teke gehen. Wenn ihr mehr wissen wollt, ich verlinke euch unten ein paar Seiten. Nummer 3. Kushisake Onna. Eine der wohl bekanntesten Großstadtlegenden überhaupt. Die Frau mit aufgeschlitztem Mund, wie sie auch genannt wird. Angeblich soll sie in Großstädten wie Tokio vorkommen. Sie trägt einen Mundschutz und stellt einer vorbeikommenden Person immer die gleiche Frage. Findest du mich hübsch? Sollte man diese Frage mit Nein beantworten, nimmt sie eine Schere aus seiner Tasche und tötet den Antwortgeber. Sollte man mit Ja antworten, so nimmt sie den Mundschutz ab und entblößt ihr entstelltes Gesicht. Erneut wird sie fragen, findest du mich immer noch hübsch? Beantwortet man diese Frage ebenfalls mit Nein, wird sie den Antwortgeber töten.
Bei einem Ja nimmt sie ebenfalls die Schere zur Hand. Aber nur um A. Männer wegen ihrer Oberflächlichkeit zu töten oder B. Frauen ebenfalls zu einer Kuschisake-Orne zu machen. Weglaufen kann man übrigens nicht vor ihr, da sie schneller ist als jeder Mensch. Es soll allerdings möglich sein, sie zu verwirren, indem man auf ihre Frage mit einem "Es geht" oder "Du siehst normal aus" antwortet, um zu entkommen. Ihre Geschichte ist ebenso traurig wie gruselig. So soll sie von ihrem eifersüchtigen Mann, der Samurai war, noch bevor es zu Ehebruch kam, verflucht worden sein, indem er vor Tobsucht sein Schwert zog und ihr Gesicht entstellte. Dann schrie er lachend: "Wer wird dich jetzt noch hübsch finden?" Nummer 4. Der rote Raum. Der rote Raum entstand durch das Internet. Es soll ein Pop-up sein, das auftaucht, wenn man einen Link anklickt. Angeblich soll es einen roten Hintergrund haben und darauf steht "Magst". Sollte man das Fenster schließen, taucht es erneut auf. Dieses Mal steht mehr darauf: "Magst du?" Wenn man diesen Vorgang immer wieder wiederholt, steht schlussendlich "Magst du ihn?" den roten Raum. Eine Geschichte dazu soll so gehen. Es war einmal ein Junge, der von einem Klassenkameraden von der Legende des roten Raumes gehört hatte. Am selben Abend ging er ins Internet und wollte mehr darüber wissen. Während seiner Recherche passierte es. Ein kleines Fenster poppte im Browser auf. Es war blutrot und enthielt die Botschaft "Magst du?". Der Junge wollte es schließen, doch das Fenster erschien immer wieder. Nach einigen Versuchen änderte sich der Text im Fenster. Dort stand nun: "Magst du den roten Raum?" Und eine Kinderstimme hinter ihm fragte: "Magst du den roten Raum?" Genau in dem Augenblick wurde der Bildschirm schwarz und eine Liste mit Namen erschien. Ganz unten sah der Junge den Namen des Klassenkameraden, der ihm vor wenigen Stunden von der Legende erzählt hatte. Daraufhin spürte der Junge hinter ihm eine Präsenz und wurde ohnmächtig. Am nächsten Tag kam der Junge nicht in die Schule. Es gab Gerüchte, dass ihm etwas passiert sei. Einen Tag darauf stand in den Nachrichten, dass der Junge Selbstmord beging und seine Zimmerwände mit seinem Blut gestrichen hatte. Hattet ihr schon mal ein ähnliches Erlebnis? Wenn ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und nun die letzte Legende für heute. Nummer 5. Akamanto. Hier ist es etwas schwieriger, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Die Dinge, die ich alle herausgefunden habe, sind folgende. Er ist männlich und trägt einen roten Umhang. Er spuckt bevorzugt auf Toiletten in der letzten Kabine. Er fragt, ob man rotes oder blaues Toilettenpapier haben möchte. Bei Rot schlitzt er die Person auf, bei Blau wird die Person erdrosselt und bei irgendeiner anderen Farbe zerrt er die Person angeblich in eine andere Dimension oder in die Hölle. Man sollte am besten nicht antworten und weglaufen. So, nun wurde es ein bisschen zusammengefasst. Unklar ist mir nur, auf welcher Toilette er spukt. Auf einer Seite heißt es, er befindet sich im Allgemeinen auf WCs, auf der anderen heißt es dann, er sucht nur Damentoiletten auf, um eben solche Damen zu bestrafen, die während des Geschäfts zu laut sind. Und ich persönlich denke mir einfach nur, ich glaube, es bleibt ihm selbst überlassen, zu entscheiden, wo der Akamanto als nächstes zuschlagen wird. Passt auf jeden Fall auf, wo ihr hingeht. Lasst euch nicht vom Akamanto auf dem Scheißhaus erwischen und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Eine kleine Anmerkung. Dieses Video entstand einfach nur, weil ich Lust darauf habe. Es ist ein bisschen kurz und ich werde mich im späteren Verlauf wahrscheinlich noch darum kümmern, etwas ausführlicher zu werden über die verschiedensten Themen. Ich wollte sie nun mal ansprechen.
Sprich, es werden ein paar ausführlichere Videos kommen. Bleibt gespannt.